Liebe Kameraden, ich soll euch heute ein paar Grußworte rüberbringen. Über die letzten 2,5 Jahre, die für uns doch sicherlich einige Veränderungen gebracht haben. Durch Corona konnten wir uns nicht so sehr treffen. Die Trainingszeiten waren eingeschränkt. Aber nichtsdestotrotz saßen wir nicht däumchendrehend irgendwo in unserem Kämmerlein, sondern es gab ganz einfach neue Aufgaben und Herausforderungen für uns. Ob das nun die Leute waren, die einen Lehrgang gemacht haben zum Testen, in die Schulen gegangen sind, um dort Schüler zu testen, die dann in den Städten und auch vor dem Landratsamt Testzentrum mit betrieben haben. Es waren ganz andere Herausforderungen und täglich fast neue Nachrichten. Späterhin konnte man dann mit gewissen Einschränkungen und Einbahnstraßensystem auch die Schwimmhalle nutzen. Aber nichtsdestotrotz konnten wir die Einsatzbereitschaft aufrechterhalten. Und ich freue mich immer mehr, dass das DRK, also die, sprechen wir die Sanitäter, Ortsvereine, immer mehr zusammenwachsen als ein Kreisverband. Und gerade bei vielen Einsätzen und Übungen ein Großteil der Wasserwachtler immer mit teilnehmen. Das freut mich sehr. Und da wir ja ein großes Hilfeleistungssystem, ein komplexes Hilfeleistungssystem sind und wir uns dadurch doch etwas unterscheiden von anderen Organisationen. Und ich möchte mich recht herzlich bedanken für eure Einsatzbereitschaft, für die vielen ehrenamtlichen Stunden, auch wenn es in dieser Zeit vielleicht nicht ganz so viele waren. Ihr habt euch engagiert in den Impfzentren, aufbauen, abbauen und was dann alles so war. Anschließend sind wir wieder leicht zur Normalität rübergegangen und ich freue mich, gerade im 70. Jahr unserer Wasserwacht konnten wir ein neues Fahrzeug, ein MAN, in Betrieb nehmen, was natürlich jetzt unser ganzer Stolz ist. Ich wünsche euch eine angenehme Feier.
Die letzten 2,5 Jahre der Bergwachtbereitschaften waren von Corona und den damit einhergehenden neuen Herausforderungen gekennzeichnet. Dienstabende mussten abgesagt werden, Aus- und Weiterbildungen konnten nicht durchgeführt werden. Ständige Wegbegleiter waren das Infektionsschutzgesetz, die FFP2-Maske und das ständige Testen vor Dienstbeginn, vor allen Dingen in den Wintermonaten. Da das Coronavirus auch an unseren Mitgliedern nicht vorbeigegangen ist, mussten Dienstpläne schnell geändert und überarbeitet werden. Durch die Einschränkung persönlicher Kontakte war es notwendig und für uns auch neu, Besprechungen auf dem digitalen Weg zu organisieren. Durch die Erstellung von individuellen Hygienekonzepten war es dann später möglich, Aus- und Weiterbildung wieder durchzuführen. Diese fanden vorwiegend im Freien statt oder in großen Räumen mit ausreichend Sitzabstand. Einsätze, die die Kameradinnen und Kameraden forderten, blieben auch in Corona-Zeiten nicht aus. So zum Beispiel die Erstversorgung eines verunfallten Kletterers mit anschließender Hubschrauber-Windenbergung, übrigens der ersten Windenbergung im Westerzgebirge, oder die Übernahme der Einsatzleitung mit der medizinischen und psychologischen Versorgung von über 40 Schulkindern und Jugendlichen bei einem Busunfall, oder aber auch der nächtliche Einsatz zum Männertag, bei der die Versorgung einer betrunkenen Person in einer Schutzhütte im Wald realisiert werden musste. Nicht zuletzt der über 3 Wochen gehende Einsatz beim Waldbranden der Sächsischen Schweiz Osterzgebirge und den parallel dazu laufenden kleineren Einsätzen in unserem Einsatzgebiet. Ich denke, dafür gebührt unseren Kameradinnen und Kameraden großer Dank und Anerkennung. Danke für eure Einsatzbereitschaft.